Als im Laufe der industriellen Revolution ausgefeilte Maschinen ihren Siegeszug antraten und über die Natur triumphierten, verrußten die Baumstämme allerdings und die Nachtfalter mit schwarzer Grundfärbung gewannen die Oberhand. Und als die Luft in England wieder sauberer wurde, kehrte der weiße Nachtfalter mit den schwarzen Sprenkeln zurück. Ich liebte diese Geschichte, weil ich das Gefühl hatte, nur ein Birkenspanner wisse, was es heißt, schwarz und weiß zu sein. Genau wie er passte ich mich meinem wechselnden Umfeld an. Bettina Gappa erzählt die Geschichte von Memory, einer Albino-Frau, die in ärmlichen Verhältnissen in Harare aufwächst und mit 9 Jahren an einen weißen Mann verkauft wird. Wie dieser Lloyd Hendricks 2 Jahrzehnte später unter tragischen Umständen umkommt, wird Memory als Tatverdächtige verhaftet und nach einem erzwungenen Geständnis zum Tod verurteilt. Im Gefängnis vertraut sie ihre Geschichte einem Notizbuch an, das sie einer Journalistin zugedacht hat. Erst nach und nach dringt sie in ihren Aufzeichnungen zum Kern ihrer Erinnerung vor, ihrer vermeintlichen Schuld gegenüber Lloyd. Es war ihr die ganze Zeit entgangen, dass der Verstorbene selbst ein krasser Außenseiter war, der sich im Befreiungskampf auf die Seite der Schwarzen stellte, mit seiner Homosexualität im befreiten Simbabwe aber keinen Platz fand. Nicht allein das Erbe des Kolonialismus wiegt schwer, auch alte Traditionen und Mythen behaupten weiterhin ihre Kraft. Die Autorin Bettina Gappa, die zwischen Simbabwe und Europa pendelt, lässt Memory davon erzählen. Behutsam gibt es ihrer Heldin Zeit, ihre Geschichte zu entfalten. Detailscharf beschreibt der Roman den tristen Gefängnisalltag, um im Kontrast dazu den Erinnerungen von Memory etwas schillernd Schummriges zu bewahren, das sich der Aufklärung entzieht. Untermalt werden diese Erinnerungen von Lloyds Jazzplatten, von alten Kinderliedern und sprachlichen Einsprengseln in der Landessprache Shona, die dem Roman eine besondere Farbe und Musikalität verleihen. Zwischen heimischem Idiom und Dickens Lektüre, Tradition und Moderne, Familie und Politik entfaltet Gappas Buch eine Wärme und Stimmigkeit, die auf poetische Weise sogar dem Schicksalsdämon Gossi Paroli bieten.